Aber nun, wir sind hier im Spiel. Wir sind am Ende von deinem letzten Zug, der, glaube ich, schon abgeschlossen war, weil Autosave macht ja immer am Ende. Das heißt, wir können mal kurz Revue passieren, was passiert ist. Und Pia, du kannst ja mal anfangen, nochmal zu erzählen, wie die gleiche Sturheit, die dich zu 200 Anläufen beim Warhammer, beim God of War Boss verleitet hat, wie die auch hier so ein bisschen eine Rolle gespielt hat. Also ich habe diesmal im Norden gestartet. Ich spiele das Chamäleon-Gedöns, also den kleinen Chamäleon-Echsen-Lord da oben, Grünhäuter. Und wir hatten hier oben sehr, sehr viel Krieg mit diversen Norska-Barbaren-Stämmen, richtige Barbaren. Die haben mir nämlich alle zeitgleich den Krieg erklärt und mich dann immer parallel angegriffen. Ich habe mich jetzt relativ gut durchgesetzt hier oben, habe die da oben endlich vertrieben. Zwei von den Stämmen sind mittlerweile weg. Einer ist ausgerottet, einer wurde geschluckt. Nee, Blödsinn. Zwei sind ausgerottet, einer wurde geschluckt. Also alle drei sind quasi weg, wobei der eine gerade langsam wieder zurückkommt. Hier hinten mit Harald, dem Sippenmörder. Die kommen alle von den Weltenwandlern. Gleichzeitig haben wir hier links Krieg angefangen, weil der liebe Maurice wurde von den Dunkelelfen belästigt. Ja, da gab es einen Zusammenschluss zwischen Morati und Hellebronn unter dem wachsenden Auge von, wie heißt er nochmal? Malekith. Malekith, genau. Der hat die anderen Dunkelelfen bereits geschluckt und hat da angefangen, gegen den Gruftkönig Maurice Krieg zu führen. Wir versuchen uns da gerade ein bisschen entgegenzustellen, aber ich werde ein bisschen in die Zange genommen, weil mir hier jetzt von links die Dunkelelfen kommen. Von hier unten kommt mir jetzt dieser unbedeutende Dunkelelfenschwarm, der aber trotzdem hier eine 16er Armee bei mir hat. Und von rechts kommen wieder Barbaren. Also es wird spannend werden und hier irgendwo im Norden kommt ja dann auch das Chaos. Mal gucken. Ich hoffe sehr, dass ich durchhalten werde hier oben. Das ist so viel von meiner Seite. Jawohl, aber die gute Sache ist, dass tatsächlich ich derweil, auch deswegen, weil Nagarond sich auf dich konzentriert, es war nicht sonderlich smart von Nagarond, weil ich stehe jetzt schon vor seiner Hauptstadt. Wir haben unten, haben wir ja Hellebronn zerschmettert und Malekith auch. Wir haben einen Dunkelelfenfürsten nach dem anderen gebrochen und die Armeen der Gruft stehen jetzt hier und können dir bald zur Hilfe eilen. Und zumindest die Dunkelelfen, glaube ich, gut von dir wieder fernhalten, sodass wir uns das bisschen aufteilen können, dass du vielleicht dich mit den Weltenwandlern rumschlägst und ich fische die Gruftkönige so ein bisschen weg. Das Ist Problem. zumindest die Hoffnung. Du fischst die Gruftkönige weg? Nee, nicht die Gruftkönige, die Dunkelelfen. Ich Also bin die bitte Gruftkönige fisch dich und nicht er. selber Ich fische mich weg. selber weg, genau. Finde ich. Okay, der muss noch ein bisschen weiter vor. Also, ich meine, guck dir mal an, wie die hier bei dir Stress machen. Aber Ich finde, also ich muss ganz die. ehrlich sagen, ich habe jetzt das nerdigste Wochenende seit langem und ich liebe es. Ich habe jetzt D&D Erzähl. gespielt, jetzt spiele ich mit Geil. dir Warhammer und parallel haben wir heute Besuch von wahrscheinlich zwei Freunden hier aus dem Freundeskreis, also Henning und mal gucken, wer noch vorbeikommt. Die sind gerade vorhin angekommen und spielen jetzt mit Kalle schon Magic Commander. Geil. Das heißt, ich gehe nachher aus dem Warhammer-Stream raus in einen Magic-Abend. Morgen habe ich frei und spiele den ganzen Tag Magic und plotte für meine Story. Ich mache nichts anderes dieses Wochenende. Ich liebe Das alles. ist der Hammer. Aber Warhammer, Dungeons and Dragons und fucking Magic Commander an einem Tag. Das ist ein guter Tag. Also, dann grüße auf jeden Fall Henning auch von mir. Mach Ich habe ich. ihm schon ein paar Mal geschrieben, wir wollen auch irgendwann mal einfach über Online-Magic spielen, Das klingt gut. weil ich ja leider nicht in Spandau bin. So, hier können wir einfach Auto-Resolven, weil das gewinnen wir. Es ist zwar ein Pyrrhus-Sieg, Sehr aber wir gewinnen schön. es trotzdem. Und verlieren auch nichts wirklich Größeres. Da kann ich dir gut unter die Arme greifen, weil die Gruftkönige brauchen ja kein Geld für ihre Truppen. Ja, aber dann musst du mir auf jeden Fall musst du dann wie so ein Grollbuch schreiben, wie viel ich dir dann schulde. Das können wir gerne machen. Weil ich möchte nicht dann hier auf deinen Kosten hier irgendwie mich ausruhen. Wenn, dann muss das auch wieder vollständig beglichen werden. Ja, also das Das können wir verlangt der gerne. Grünechsenstolz. Ja, die Gruftkönige sind auch nicht unbedingt Paragone der Großzügigkeit. Das Ja. war nie so geplant, dass das ein Geschenk ist, ne? Weil wenn wir unsere Schätze aus der Gruft holen und unsere wertvollen antiken Ikonen, dann du kannst wohl auch Geld einfordern, wird mir gesagt, dass du an mich eine Geldforderung stellst. Ah, da kann man mehr verschieben dann. Ja, jetzt ist halt die Frage.
will ich das riskieren, dass ich mit meiner Armee die Schwarze Säule trotzdem angreife? Weil die haben jetzt gerade erst das quasi aufgebaut, die Stadt. Das heißt, die Armee ist jetzt noch ein bisschen geschwächter. Und ich glaube, leichter wird es nicht mehr. Ne? Also es wird keine Garnison angezeigt. Ja, zumindest. Wir probieren das jetzt einfach. Dann müsstest du es schaffen eigentlich. Wir probieren das, wir müssen das probieren. Ja, ich krieg sogar einen Pyrrhus-Sieg, wenn ich nicht kämpfe. Ja, geil. Und ich verliere nur die Rottklamm-Skins. Das machen wir auto-resolve. Ich möchte gegen diese Armee, gegen die haben wir letztes Mal 4-mal gekämpft. Ah, das ist die, ja, auf jeden Fall. Mit ihren Bogenschützen, wir machen eine Auto-Resolve und gut ist. Ja. Geil. Und dann könnte ich, ich krieg da halt nicht wirklich was raus, weil die gerade erst aufgebaut wurde. Dann besetzen wir das. Ja, ich hab trotzdem, damit musst du mir auch kein Geld mehr schicken. Damit bin ich geldtechnisch wieder voll drinnen. Das ist, es war sehr wichtig. Danke, Chat, dass ihr mich darauf hingewiesen habt, dass die Stadt gerade aufgebaut wurde. Das hätte mich sonst sehr in Bedrängnis gesteckt. Okay. So, greife ich den jetzt mit 2 Armeen an oder warte ich, bis er rauskommt? Hat er denn eine gute Garnison? Nee. Er ist noch eine kleine. Ich will halt eigentlich nicht warten, weil sich rechts vor mir halt noch mehr Grauen also aufbaut gerade. Ich glaube, also mit 2... Es sind aber keine vollen Armeen. Stimmt, aber trotzdem 13 und 13 gegen 23. Du bist schon recht überlegen und deine Armee ist ja auch sehr erfahren inzwischen. Das sind ja deine Hauptarmee ist ja damit da. Es müsste eigentlich gehen. Er sagt mir schon wieder einen Pyrrhus-Sieg und aber will das, mir das einfach die Hälfte meiner Armee töten. Ja, meine ganze 2. Armee. Das ist dieser Bullshit, den der immer wieder macht. Das kämpfen wir halt einfach und machen die total platt. Ich hoff's, ey. Was sind denn dann meine Ranged-Einheiten? Dann bin ich verwirrt. Ich bin auch immer nicht ganz sicher. Es gibt unterschiedliche, die Wurfspeere haben und auch im Nahkampf können. Ja. Und ich bin immer nicht ganz sicher, wer was kann. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich habe schon wieder vergessen. Es ist auch alles irgendwie so ein bisschen ein chaotischer Haufen. Ich traue mich da auch gerade überhaupt nicht reinzulaufen, merkt man das? Wir nehmen die jetzt in die Zange. Diese feigen Halunken, ey, das ist ja wirklich schäbig. Ich frage mich halt auch, warum die nicht kommen wollen. Nicht, hör auf damit. Ja, wenn sie nicht kommen, dann kriegen sie halt in die Fresse. Ja, ich muss mal mit meiner Armee hier nachziehen. Wir sind ein bisschen weit hinten gerade. Aber das scheint zu funktionieren. Ja, das ist doch hier... Keine Chance haben die. Das scheint sehr gut sogar zu funktionieren. Wundert mich gerade ein bisschen. Ich fühle mich noch nicht so richtig wach gerade. Oh nein. Ich war halt eine unsympathische, arrogante, adelige Naga, die nichts trifft. Das klingt tatsächlich nicht optimal. Ich hatte neulich aber auch so eine Runde. Ich hatte mir extra tolle neue Würfel gekauft und alles. Ah, dann waren die noch nicht richtig eingespielt, die Würfel. Anscheinend nicht. Es hat nichts funktioniert. Und die heiße Feuergenasi, die meinen Charakter bezirzen wollte, ist am Ende mit meiner lieben Freundin Mary ins Bett gegangen, weil meine Charisma-Würfe so schlecht waren. Beziehungsweise mein erstes gewinnendes Lächeln war irgendwie eine Natural 20 oder sowas. Aber wir haben uns bei einem Kuchenessen-Wettbewerb kennengelernt und ich habe den Kuchenessen, habe es so verkackt, dass ich Kuchenstücke über den ganzen Tisch gehustet habe. Und danach war ich einfach nicht mehr attraktiv für diese Person. Ich verstehen konnte. Die gar nicht warum. Nee, konnte ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also, das ist echt ein ganz seltsames Phänomen. Das macht mich auch schon ganz glücklich. Ich will nur schauen, dass ich den... Ah, nevermind, das war's auch schon. Ja, das war ja voll entspannt und der wollte mir die ganze 2. Armee... töten. Das ist so absurd bei dir immer mit den Berechnungen. Ja, das ist immer mit der Hauptarmee, ne? Da, wo die Skins drin sind. Ja, und? Komm ich bis Haga-Dingster-Bumster? Oh, gute Frage. Und wenn ja, wie viel Armee haben also die? Die haben aber eine große Garnison, ne? Also deine Hauptarmee kommt da hin und die andere müsste es mit Marschstellung auch schaffen. Ja, also ich wollte eigentlich nicht beide rüber bewegen. Aber okay. Dann machen wir, ich habe halt überlegt, ob ich mit einer, aber wir machen das anders. Wir machen das taktisch ein bisschen klüger, weil ich lasse diese eine Armee von denen da safe nicht hinter mir
irgendwelche komischen Dinge tun. Die das muss, stimmt, das, die ja, muss das ist eine gute Idee. Weg. Ja, die muss weg. So, wenn ich das automatisch mache, wie viel stirbt denn? Oh, das ist heute gar nicht so schlimm. Das machen wir. Geil. Ich kämpfe halt nicht so gern gegen die Dunkelelfen mit den Einheiten, die ich habe. Das ist so ein bisschen... Aber das gibt jetzt ordentlich Geld. Das macht mich glücklich. Und Geld dann, macht glücklich, ja. Und dann besetzen wir es noch und dann haben wir hier das da eingenommen. Das ist ganz gut. Ist halt jetzt die Frage. Also wir könnten halt versuchen, das zu kämpfen. Ja, wenn, dann würde ich es auf jeden Fall kämpfen. Ja, genau. Es gibt uns ja einen Pyrrhus-Sieg. Schon in der Autoberechnung. Das heißt, das ist... Wäre schon machbar, aber es wird halt hart gegen Malekith in der Festung. Aber es wäre schon jetzt für uns beide eigentlich gut, wenn ich jetzt hier nicht ewig gebunden wäre, sondern den hier weghauen würde. Also ich denke mir halt, also für uns beide insofern ist gar kein Stress gerade noch, weil ich habe das jetzt voll gut im Griff mit dem anderen Dunkelelfen. Ich habe da eine gut aufgestellte Armee und auch nach rechts geht eine gute Armee. Was ich mir halt denke ist, für dich ist halt mit jeder Runde, die du da stehst, das Risiko höher, dass die Arche wieder zurückkommt. Und dann hast du halt potenziell 2 20er-Armeen statt wie jetzt 1 20er-Armee. Ja. Und die 2 schaffst du wahrscheinlich nicht mehr. Speicher mal zur Sicherheit. Oder wie ich sagen, komm, wir probieren das ja, jetzt hier, Malekith wegzuhauen. Auf geht's. Dein Hero Titan wird da ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Ah, das ist ein bisschen unverschämt, dass die auf den ballern. Ja, ich geb dir mal so ein bisschen Zauber. Ja gut, damit er ein bisschen mehr aushält. Oh Jesus. So, der Held soll hier bitte noch rein, um die Konstrukte mitzustärken. Holy shit. Und hier alle Buffs bitte auf ihn hier. Aber das wird. Das hier hinten gefällt mir ganz gut. So. Wie sieht das denn hier jetzt aus? Und dann wieder raus und dann wieder rein. So, du bist der andere Dude, genau, der nicht fliegen kann. Wir kriegen das halt auch nicht hier drauf geschossen. Aber wir kriegen deinen Hero Titan geboostet da vorne. Jawohl. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall wollen. Dass der ein bisschen länger durchhält. So, dann wollen wir mit der Armee raus, damit wir dann wieder rein können. Okay, was machen wir denn hier gerade? Hier kriegen wir gerade ein bisschen unangenehm ins Gesicht. Das gefällt mir in der Tat überhaupt nicht. So, und ihr müsst jetzt hier hoch. Let's go. Ich bin guter Dinge, dass das jetzt hier, also ich positioniere jetzt meine gesamten Bogenschützen auf der Mauer. Geil. Wir ziehen jetzt also nach. Hoffentlich. Oh Gott. Ich habe meine Kamera ein bisschen weird gedreht, aber die sind auf dem Weg. Und hier hinten wird das hoffentlich jetzt auch gleich so werden, wie ich mir das vorgenommen habe. So. Die Schlachten mit den Gruftkönigen sind immer so richtige Meatgrinder irgendwie. Ja, es stirbt so viel. Aber ich habe die jetzt da, jawohl, ich habe die Korsaren abgefangen, die da die ganze Zeit vor uns weggelaufen sind. Die haben wir jetzt auch stuck. Ja, los, mach den fertig. Er herrscht auch gerade ein bisschen Chaos mit den Bogenschützen, ne? Ja. Die wissen nicht so genau, wie sie auf die Mauer kommen sollen. Das war anders markiert, dass sie es jetzt umsetzen. Und jetzt, weil die Tür offen ist, denken sie sich, okay, wir laufen doch durch die Tür. Aber das wird. Also da haben wir jetzt auch, die Einheiten fliehen da jetzt auch gleich. Ja, Sieg! Jawoll! Geil! Geil! Oh. Ich mag diese Schlachten mit den ganzen Wänden nicht. Ich freue mich immer, wenn man die halt hinter sich gebracht hat und gewonnen hat. Absolut, absolut. So zersplittert ist sein Reich. Komm. Ja. Geil. Und das Schöne ist, er ist mit Marsch in mich reingelaufen.
Das Geil. Heißt, er stirbt. Auf jeden Fall. Jawohl. Schön. Ja, Geld. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja, sehr, sehr gut. Es sind einfach zu viele Fronten. So, die andere Frage ist, ich baue in Naga aber nichts, ne? Immerhin war ich da klug genug, da nichts zu machen. In Dagoth habe ich aber schon die größere Garnison, das ist ganz gut. In Shaggeroth bauen wir die gerade aus. In meiner Hauptstadt bauen wir die gerade aus, die höhere, größere Garnison. Dann ist das zumindest etwas. Und dann muss ich jetzt dabei zusehen, wie sie mir Nagra einreißen werden. Die Säcke. Schon wieder. Oh, er fährt zurück. Oh, what? Ja, es hat geklappt. What? Er hat Angst. Ich glaube nicht, dass er Angst hat. Ich glaube eher, er will da unten jetzt neuen Krieg starten. Er hat einfach aber Panik vor shit. Mir. Er fürchtet die Gruftkönige. Er fürchtet die Bundeslade. Okay, tut mir leid. Er fürchtet die Bundeslade. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Nee, was? Woher kommt der denn jetzt? Da hinten ist noch ein Harald? Ja, aber der hat ja nichts. Das ist ja, so ja, aber der reißt mir das jetzt wieder ein. Ah, dieser Sack. Nein! Nein! Stop it! Komm, ist der nicht? Jawohl. Ja, geil! Den musst du doch jetzt komplett plattwatzen. Ah, ja, der reißt mir die Hälfte meiner Armee wieder, wenn ich auf automatisch gehe. Oh. Ah, aber ich nur mein, von den. Geht's doch nicht. Aber nur von den Rotkamm-Skinks und den gesegneten Saurus-Kriegern nimmt er mir einen ab. What? Versteh das nicht. Es könnte doch nicht besser sein. Du hast zwei Armeen im Hinterhalt plus die Stadt. Und ja, aber die sind nicht ganz full life, deswegen sterben die. Hundertprozentig, komplett. Ah, das ist ja schlimm, ey. Gegen. Es muss ich gegen Dunkelelfen kämpfen. Ach. Bei den Gruftkönigen habe ich tatsächlich ein bisschen das Problem, dass die haben mega geile Einheiten, aber es braucht schon sehr lange, bis du mal an den Punkt kommst. Und davor musst du dich immer so an der einen oder zwei Elite-Einheiten, die du in der Armee hast, erfreuen. Während alles andere halt immer diese Skelette sind, die in den Meatgrinder was ja auch, ich meine, das passt ja total gut zu dieser Fraktion. Dass es halt einfach so Horden von austauschbaren Untoten sind. Mit so ein, zwei Pharaonenkonstrukten dazwischen, die dann die eigentliche Arbeit machen. Aber es ist schon vom Gefühl her irgendwie schon nochmal cooler, wenn deine ganze Armee cool ist. Ja, und da, dauert es bei den Gruftkönigen ein bisschen, bis du da bist. Wenn du da mal bist, sind die unglaublich geil. Also wenn du später mal so eine Armee aus. Du kannst ja mehrere solcher Titanen haben später und so. Und solche Sphingen und sowas. Dann wird das noch richtig geil. Aber der Anfang mit denen ist schon ein bisschen zäh. Gerade wenn du auch noch so eine schwere Startposition hast, wie wir sie hier halt haben. Aber ich finde trotzdem. Ich finde die Fraktion interessant designt, weil sie so anders ist als viele von den anderen. Ich habe jetzt hier noch eine Kommandantin, die ich gerade weghaue. Und dann dürfte das auch die Sache gewesen sein. Ja, ich muss sagen, ich habe bei diesem Kampf überhaupt keinen Überblick. Ja. Da sind. Und ich sehe halt einfach da, ich schaue halt in den Wald und bin so, oh, ich glaube, das ist ein Dino, der da steht. Warum macht der gerade nichts? Weil ich halt keinen Überblick habe. Aber auch absurd, dass der mir so viel Armee töten wollte bei so einer Schlacht, ne? Ja, eben. Oh, what the fuck? Wir hatten es ja jetzt echt schon oft genug. Also, dass das wirklich so Schlachten, die wir mega easy nebenbei gewonnen haben, ohne überhaupt uns anzustrengen, halt dann einfach die KI, oh nee, das wird richtig hart, ja. da wirst du alles verlieren, kämpf das mal selber. Das wird die größte strategische Herausforderung deiner Laufbahn. Und einfach Auto-Attack-Angriff. Das ist einfach, du wirst alles verlieren, du gehst ins Spiel rein, er rechnet neu. Nee, eigentlich bist du stärker. Hä? Ja. Aber ich glaube auch nicht, also ich glaube nicht, dass der, ich glaube, dass der Nagarond eventuell auf der Hochelfeninsel sitzt. Das kann sein, ja. Ich glaube, dass der dort ist. Malekith hat auch nicht, okay, er checkt, glaube ich, nicht ganz, wohin er mit dieser Arche soll. Er scheint jetzt gerade ein bisschen überfordert. Das ist natürlich nur zum Vorteil für uns. Für uns ist das super, ja. Und zu viele Malekith Schlachten auf einmal. Malekith hat auch nicht angegriffen, das ist gut. Ich glaube, er hat sich sogar baiten lassen, die Stadt zu besetzen. Also der Weltenwandler ist stärker als ich, laut der Rechnung oben. Keine Chance, Wulfric, ey. Und Harald, der Sippenmörder, ey. Ja, den Harald kriegen wir easy weg. Pfeife, ja. Pfeife. Nagaroth koaliert auch häufig mit Malus Düsterklinge ganz im Südosten der Karte. Das kann sein, dass er den vielleicht auch schon hat. Weil er hat ja. Er hat ja die anderen Dunkelelfen, glaube ich, auch schon fast alle unter sich. Das wäre nicht. Oh Gott, die ist weggegangen. Das ist sehr glücklich für mich gerade, dass ich da ein bisschen durchatmen kann. Also das wäre jetzt eigentlich ein guter Punkt, ne?
um hier für heute einen Schlussstrich zu ziehen und gerne weiterzuspielen nächste Woche, wenn du Lust hast. Ich habe mega Bock.